wir haben immer noch Mittwoch und Chucky und ich sind jetzt, nachdem wir in Tabanovce waren, rübergefahren von Mazedonien nach Serbien. Auf der anderen Seite kommen die Geflüchteten, nachdem sie eine gewisse Strecke laufen müssen und danach nochmal in Bussen fahren, hier in Preševo an. Das ist ungefähr 15 bis 20 Kilometer von der Grenze entfernt. Hier gibt es zahlreiche Hilfsorganisationen, die aktiv sind, und es gibt eben dann die Notwendigkeit, registriert zu werden, damit sie dann beim Grenzübertritt nach Kroatien keine Probleme haben. Und wir sind jetzt hier in einem Lokal, das hier in der Nähe von dieser Registrierungsstrecke liegt. Und eine der Organisationen, die hier aktiv ist, sind eben die Ärzte ohne Grenzen, MSF, die wir auch schon auf Lesbos getroffen haben. Und der zuständige Projektleiter vor Ort ist der Stefan Cordes. Ja, also erstmal vielen Dank, dass du mit dabei bist und uns ein bisschen was erzählst von deiner Arbeit. Sehr gerne. Du musst natürlich auch gleich wieder in den Einsatz. Es gibt ja die ganze Zeit medizinische Notfälle, die ankommen. Das heißt, wir wollen dich auch nicht zu lang okkupieren. Fass doch einfach mal ein bisschen zusammen, was hier so überhaupt die Situation ist. Wie viele Menschen kommen, wie viele Notfälle gibt es, was ist die Aufgabe von der MSF? Also Ärzte ohne Grenzen ist hier schon seit längerer Zeit tätig. Wir haben die Mitarbeiter schon seit fast seit einem Jahr. Und jetzt in den letzten Monaten oder letzten Wochen ist es halt extrem geworden, dass wir sehr viele mehr Flüchtlinge haben, die über die Grenze kommen. In der letzten Woche war es bis zu 10.000 Menschen, die über die Grenze gekommen sind, und die Preševo wurde wirklich pro Tag, ja, ganz genau. Ja, Ärzte ohne Grenzen, wir leisten natürlich erstmal medizinische Ersthilfe für Menschen, die ankommen. Oftmals sind es Kinder, die aber frieren, die auch keine Schuhe haben und waren die ganzen Füße durch die Gegend laufen, oder Menschen mit Verletzungen. 60% der Erkrankungen, die die Menschen haben, bringen sich die Menschen eigentlich auf der Reise. Also wir haben pro Tag ungefähr 300 Konsultationen. Wir arbeiten mit einer anderen Organisation zusammen, Venedica heißt die, und wir teilen uns halt die Schichten, dass wir 24 Stunden rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Und es ist halt immer sehr unterschiedlich. Wir haben halt gesehen, dass dadurch, dass die Menschen halt, wenn die über die Grenze kommen, nicht einfach nur in den Bus steigen und hier an die Registrierung gefahren werden, sondern dass sie halt wirklich einen Fußmarsch vor sich haben, dass da viele ankommen, die einfach nicht den Weg gehen können, sondern im Rollstuhl ankommen oder drücken. Da sind wir jetzt halt auch dabei, das Medizin ein bisschen auszuweiten, dass wir da halt Transportmöglichkeiten anbieten, in denen das zu erleichtern, halt dann noch zur Registrierung zu kommen. Ja, Geburten auf der Reise zum Beispiel? Ja, Geburten finden auch statt. Ich glaube nicht, dass wir direkt eine Geburt bei uns in der Klinik hatten. Die Klinik, die wir haben, ist halt relativ neu. Die wurde erst vor zwei Wochen eröffnet. Vorher waren die Mitarbeiter von Ärzten und Ärzten einfach nur in den Campen geblieben. Das ist also als mobile Station, Krankenstation an der Grenze mit hier, also mit dem Preševo. Jetzt ist es halt relativ neu und wir haben halt unsere feste Station hier. Aber Geburten finden halt immer wieder statt. Wir haben es heute gesehen, dass halt, ich glaube, drei Familien mit relativ kleinen Kindern, die einige Tage alt waren, nur die angeboten sind. Ja. Fünf Tage alt, 7 Tage alt, 10 Tage alt, ja. Das ist schon heftig dann. Das ist schon sehr heftig, ja. Können die ein bisschen hier auch bleiben oder müssen die auch direkt wieder weiter? Nee, die Menschen können im Grunde, also es gibt hier das Registrierungscamp. Die Menschen können dort im Grunde so lange bleiben, wie sie das möchten. Ja, also es gibt dort spezielle Betreuung für Frauen und Kinder. Die Männer können halt in dem anderen Zelt warten. Aber es besteht halt die Möglichkeit, zu bleiben. Nur viele reisen halt wirklich nach Berlin und stellen einfach weiter, wenn sie sich ein bisschen erholt haben und jetzt weiter auf der Reise. Ja, wie ist die Zusammenarbeit so mit Medizinern vor Ort und oder den Behörden so insgesamt? Die Zusammenarbeit gestaltet sich als, ich sag mal, immer besser. Ich bin erst länger nur relativ gut hier. Ich weiß, dass viele Organisationen eigentlich immer so ein bisschen gebremst wurden in dem, was sie tun möchten. Aber ich sag mal, die Regierung oder die örtlichen Behörden, die merken halt, dass sie halt das alleine nicht gucken können. Wenn es halt allein darum geht, dass die Menschen viel Müll quasi noch mit sich bringen und die Bevölkerung
quasi mit einer Grundversorgung ist quasi überfordert. Das muss halt anders organisiert werden. Ja, so die öffnen sich halt schneller und mehr, dass die wissen, ja, wir müssen eigentlich auch Hilfe von Hilfsorganisationen annehmen. Also ist es denn so, dass die lokalen Politiker ja versuchen, bessere Unterstützung von der Zentralregierung zu bekommen? Ja, ich denke mal, die sind ganz einfach gebremst, weil sie nicht die Gelder dafür haben. Das Preševo selber ist ja ein super kleines, also Dorf jetzt nicht, aber ein Ort, mit wenigen tausend Einwohnern. Ne? Ja. Die haben da gar nicht die Möglichkeit, sowas jetzt hier letztendlich vor Ort zu machen. Nee, ganz genau. Wenn wir pro Tag, ich sag mal, 5000 Menschen durchreisen, die hinterlassen schon einiges. Weil die kommen halt, die Menschen kommen an, denen wird halt alles gegeben, Essen, Trinken und so weiter und halt decken und wenn sie es nicht mehr brauchen, also alles, was an Verpackung und so weiter mitgegeben wird, dann ist das natürlich auf der Straße. Wie auch sonst, weil es kriegen ja auch keine Mülltonnen mehr. Insgesamt scheint es sowohl in Serbien als auch in Mazedonien irgendwie als, naja, so ein bisschen als EU-Problem wahrgenommen zu werden. Ne? In Mazedonien gab es 70 Asylantragsstellungen in den letzten Monaten, in der Zeit, wo über eine halbe Million Menschen durchgereist sind. In Serbien sieht es wahrscheinlich ähnlich aus. Das heißt, es wird hier als, naja, nur als Transitproblem wahrgenommen. Die Leute reisen aus der EU in die EU, fahren kurz durch, bezahlen vielleicht so ein paar, für ein paar Sachen, die sie halt hier kaufen und hinterlassen, machen ein bisschen Arbeit, aber im Großen und Ganzen noch mal ein Problem. Das ist wirklich, mehr als Transit gesehen. Und ich hatte vorhin schon gehört, die meisten der Leute vom MSF, die hier arbeiten, werden eben aus Projektmitteln temporär bezahlt, die über Spenden finanziert werden. Das heißt, dann würde ich vorstellen, dass wir einfach eure Spenden, einen Spendenaufruf auch noch mit das Video dann auch setzen. Sehr gut. Und wünsche euch noch viel Glück für eure Arbeit. Vielen Dank. Alles Gute. Gerne, danke. Okay.